Es geht weiter mit The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und wir stehen hier vor unserem nächsten Dungeon. Ich gehe mal stark von aus, denn das Symbol da unten verrät es mir schon. So, gehen wir mal rein. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich schieb mal kurz mein Mikro ein bisschen nach links. So. Oh. Okay, ist das da schon so ein Geist? Bergruine. So tatsächlich, so eine Art Geister. Ach, Geistervilla, so eine Art Eisvilla, kann man sagen. Mit sehr mysteriöser Musik. Oh ja, mein Junge. Ich hoffe, ich kann da nicht runterfallen. Ja, gut, der kommt her. Perfekt. Kann ich jetzt nämlich zu dir kommen? Mann, weich nicht so dumm aus. So, sehr gut. Nice. Aber ich werde mich erstmal wieder zurückverwandeln, weil ich denke mal, es schadet nicht hier als Link umherzureisen. Ach nee, und das war jetzt der komische lilane Schleim. Den habe ich ja eh schon. Okay. Nintendo Eisphysik. Ich habe Angst. So, was haben wir denn da? Ist das nicht diese Zora-Mutter? Also von die Mutter von Ralis auf dem Bild? Hier haben wir... Hey, das ist dieser, die Wüstenburg. Hier ist der Schrein vom Master Sword. Genau, wo wir dieses Rätsel hatten. Da haben wir diese komischen Fackeln. Sehr interessanter Ort. Hat nur drei Ebenen. Okay. Keine Unterebenen. Es kann also nur nach oben gehen, obwohl es hier sehr danach aussieht, als ob es nach unten gehen könnte. Okay. Und sehr viel zugefroren. Ich gehe mal stark von aus. Stirb. Da kriegen wir, glaube ich, Lampenöl. Aber ich habe die Lampe noch komplett. Ich gehe mal stark von aus, dass wir hier auch dieses Item bekommen, mit dem wir das Eis schmelzen können. Vielleicht ein Feuerstab oder eine verstärkte Lampe oder so. Aber okay, gehen wir mal weiter. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool und interessant aus, weil man sowas in Zelda jetzt noch nie wirklich hatte. Vor allem als Dungeon nicht. Wer bist du? Oh, verzeih mir, ich fühle mich nicht gut. Das ist nicht dieser Yeti. Kannst du etwas näher kommen? Okay. Kommen wir mal näher. Was haben wir denn da noch alles? Voll, das sind ja so schöne Details. Die kann man sich mal so schön angucken. Da ist Schloss Hyrule. Fette Uhr. Bücher. Was ist das? Nochmal Schloss Hyrule. Zweimal dasselbe Bild. Okay. Oh, was für ein süßer kleiner Gast. Mein Mann hat mir alles erzählt. Du möchtest den Spiegel sehen, nicht wahr? Mein Mann hat ihn gefunden. Er ist so wunderschön. Aber seitdem dieser Spiegel im Haus ist, geschehen schlimme Dinge. Ich werde ständig krank und Dämonen suchen mich heim. Deshalb haben wir das Schlafzimmer im dritten Stock, wo wir ihn aufbewahren, verschlossen. Warte einen Moment. Ich kann dir gleich sagen, wo der Schlüssel ist. Oh, cool, eine Karte. Nice. Okay, das sind doch einige, viele Räume. Das Fieber vernebelt meine Sinne. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ach, ich sehe da eine Fahne. Ich glaube, wir haben ihn in das Zimmer mit der Markierung gelegt. Okay, das heißt, dann folge ich jetzt einfach mal der Markierung. Aber ich kann ja noch nicht einmal aufstehen. Würdest du ihn mir bitte bringen? Versuche es zunächst mit der Tür da drüben. Jo, machen wir. Ich würde sagen, dann folge ich dem Weg auch, weil ich bin mir sicher, letztendlich müssen wir sowieso durch jeden Raum. Achso, da ist der. Ah, da bist du ja. Meine Frau sah gar nicht gut aus, oder? Ist krank, seit der Spiegel im Haus ist. Deshalb koche ich ihr jetzt eine gute Suppe. Die Fische von der Höhle der Zora sind die besten. Ach, deswegen sucht er die wie verrückt. Isst du auch davon, wenn du erschöpft bist? Das macht dich wieder frisch. Auch kann ich als einfach davon was mitessen? Achso, ich kann damit füllen. Achso, ich fällt gerade ein, ich habe ja noch eine dritte Flasche. Feentau, Lila Gelee, Fee. Mach ich jetzt folgendes, dann nehme ich jetzt einfach das Feentau. Ich muss ja eben mal meine Herzen aufheilen. Und fülle es jetzt noch damit. Dünne Suppe, sie riecht nach Fischbrühe.
Achso, es werden nur zwei Herzen wiederhergestellt. Ich dachte, das ist jetzt voll das Über-Item. Achso, und die Angel, die brauche ich auch nicht. Denn die Angel ist nicht gerade das beste Dungeon-Item. Obwohl, ich mache Folgendes. Moment. So. Den Enthag habe ich mal ganz gerne auf Y und auf X lege ich dann das Dungeon-Item, das wir hier wahrscheinlich noch bekommen. Ach, die Tante. Da habe ich dich. Und ich kann ihn, glaube ich, nicht mein Schwert benutzen in dem Raum, weil das wohl als normaler NPC-Raum gilt. Puh, endlich draußen. Ach, der... Ja, okay, ich glaube, die sagt immer dasselbe. Ein Stück gemeinsam, gib mir einfach Bescheid. Ja. Gut, machen wir. Ja, nee, tatsächlich, ich kann ihn nicht mein Schwert nutzen. Aber ich mag es, wie so Dungeons dann auch mal so ein bisschen aufgeheitert werden durch sowas. Wie solche NPCs, sowas. Das hatten wir ja schon im zweiten Dungeon, den ich ja auch sehr gut fand. Mhm. Es öffnet sich eine Tür. Natürlich geht die wieder zu. Aber ich habe hier doch so ein Eisrätsel. Ich hoffe nur... Achso, Eisrätsel, also ein Schieberätsel. Ich hoffe nur, die sind ein bisschen besser als das... Oh. Ach, hat das gerade drei Herzen Schaden gemacht? Ich hoffe, diese Rätsel sind nur ein bisschen besser als das, was Finstere Träume abgeliefert hat. Gott. Kann man gar nicht hiermit vergleichen. Ja, okay, habe ich es mir doch gedacht. Ich glaube, ich habe auch schon gesehen, wie das gemacht werden muss. Na gut, man sollte jetzt keine finstere Träume-Rätsel mit Zelda-Rätseln vergleichen. Das ist so eine Herabstufung, so eine Beleidigung, das Zelda-Franchise damit zu vergleichen. Und ja, man merkt, es lag nicht nur an finstere Träume. Ich habe auch schon andere Spiele gesehen vom Entwickler. Und ich bin auch so wie einige andere. Es gibt ja welche, die mögen die Spiele von Kelvin. Ich bin nicht so ein Freund von dem. Ich komme einfach mit denen nicht klar. Die wirken einfach trashig für mich. Aber in eine Richtung, die man jetzt nicht so mag. Okay. Ich muss ja da hinten rein. Aber da komme ich nicht so schnell hin. Ich habe doch gesagt, wir müssen doch irgendeinen Umweg nehmen. So schnell kommen wir da doch niemals hin. Wo kommen wir jetzt hin? Nach draußen? Oh, tatsächlich so ein kleiner Außenbereich hier. Cool. Ich kann ja doch bestimmt als Doggy mich hier durchgraben. Doggy! Uff. Nein, das ist ein Wolf. Nice Doggy. Oh. Ich glaube, da gibt es einen Boss. Ja, sehr wahrscheinlich sogar. Ah, das sieht richtig cool aus. Hat so ein bisschen was von Hogwarts. So, oder Hogsmeade. Also diese Schneelandschaft dort. Das ist halt dieses Gebiet um Hogwarts drumherum. Stirb! Mann. Wann sind die schnell? 20 Rubine. Die bringen mir gar nichts. Aber okay, ich finde es trotzdem mal noch besser, dass man die dann aufhebt, als sie wieder zurückzustecken. In die Truhe. Das wäre doch noch ein bisschen dümmer. So, wie viele Geisterseelen gibt es hier eigentlich? Drei. Finde ich auch interessant, das ist... Ach, Geisterseelen, nicht Geister. Ach doch, Geisterseelen waren noch die Dinger. Oder? Ach, egal. Hä? Ist er gerade gespawnt? Ey! Stirb! Ach so, ich habe gedacht, ich kriege irgendwas dadurch. Na gut, gehen wir dann einfach. Gehen wir einfach durch. Es sei denn, ich kann hier noch irgendwas machen. Obwohl, die Lampe kann ich hier bestimmt gebrauchen. Nee, nicht wirklich. Eisenstiefel, damit ich mit denen besser durchs Eis komme? Nee. Ach so, das ist eine Truhe. Das sah erstmal aus wie ein Schalter. So ein Schalter, der vom Eis überschüttet ist. Okay. Hier wieder alles so zugefroren. Wie gesagt, Bomben lösen jedes Problem. Nice. Brauche ich da einen Schlüssel? Yay, ich brauche einen Schlüssel. Bestimmt kriege ich doch da in dem Raum einen, weil sonst kann ich mich ja
irgendwo groß fortbewegen, ne? Ich habe noch so ein paar Probleme. Okay. Jetzt ist doch bestimmt da drin. Da kann ich mit dem Kreisel hier irgendwas machen. Brauche ich doch die Gleiter, Meinchen. Brauche ich doch auch mal für irgendwas. Jetzt auch mal außerhalb des Dungeons. Na gut, für einen Herzteil haben wir den einmal genutzt. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ansonsten konnte ich nochmal rausgehen und links entlang. Aber ich glaube, viel bringt das nicht. Bricht das mit den... Nee, geht nicht kaputt. Nee, verwandle ich mich zurück. Und dann gehe ich nochmal in diesen Hauptraum, wo da die Frau von dem Yeti war. Und dann gehe ich mal in die andere Richtung. Weil ich brauche ja irgendwo noch einen Schlüssel. Und hier gibt es ja keine. Komisch, dass das nicht aufgeht. Vielleicht, weil das ganz normale Türen sind. Weil so Dungeon-Türen, die konnte Midna ja eigentlich mal aufmachen. Nur hier ja, denkt man sich irgendwie, nee. Machen wir mal nicht. Und hier komme ich auch nicht wirklich hoch. Aber was hat das damit auf sich? Oder kann ich mit den Eisenstiefeln durch das Eis irgendwie durchbrechen oder so? Ich muss vielleicht dann hier so rüberspringen. Nee. Na gut, dann zurück in den Hauptraum. Ist besser. Ich habe ja gesagt, wir werden sowieso noch überall durch müssen. Ich hab's gewusst. Aber wie gesagt, bisher finde ich den Dungeon schon mal ganz interessant. So vor allem, das soll erstmal so ein bisschen friedlich wirken, aber ist letztendlich einfach mal eine verdammte, ja, praktisch ein normales Haus, aber ist einfach mal ein verdammter Dungeon. Hä? Ach, da kann ich gar nicht entlang. Oh. Wenn ich, ja. Okay, ich dachte irgendein Tipp oder so. Vielleicht, vielleicht soll ich nochmal zu der Truhe hingehen, einfach auf den Boden eine Bombe legen oder so. Sagst du noch irgendwas? Nee. Auch nichts wirklich Inhaltsvolles. Nee, dann können wir nochmal ganz kurz zurück. Ach, da musste ich mal niesen. Da gibt es auch bestimmt diese Truhe da, die da so überschüttet ist. Das ist ja auf jeden Fall ein Schlüssel da drin. Weil ich habe sonst keine andere Truhe auf dem Weg gesehen. Wir brauchen ja einen Schlüssel, um voranzukommen. Das heißt... Ach, ich bin so ein Idiot. Ich unterschätze manchmal, dass man als Wolf, was man als Wolf alles machen kann. Das unterschätze ich manchmal so ein bisschen. Weil auch beim letzten Mal, wo ich dann auch total vergessen habe, oder auch nicht vergessen, das hat mir nie so richtig beigebracht bekommen, dass man auch als Wolf jetzt auch Sachen, wenn sie da so gegen tackelt, auch... Oh Gott, Alter, Alter, machen die viel Schaden? Habe ich irgendwie versehentlich den Heldenmodus ausgewählt oder so? What the fuck? Nee, jetzt im Ernst, habe ich den Heldenmodus irgendwie versehentlich mal ausgewählt? Kamerasteuerung, Achso, kann man gar nicht hier umstellen. Das war, glaube ich, nur im Hauptmenü. Ne, auf jeden Fall, dann wird es mal langsam Zeit für Suppe. Oh Gott. Zwei Herzen. Die Gegner machen so drei Herzen Schaden immer. Ach, ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein verdammter Idiot. So, kein Wunder, dass die so viel Schaden machen. So. Ach, die gehen gar nicht kaputt dadurch. Okay, dann muss ich wieder auf meine Bomben vertrauen. Die haben mich ja bisher noch nie im Stich gelassen. So. Und du. Nice. Was, der lebt noch? So. Gut.
Voll die krassen Waffen hier. Warum nehmen wir da keine von mit? Na gut, dann können wir dann auch noch da in den Bereich kommen. Da, wo der Schlüssel zu finden ist. Ah, dahin ist der. Sehr schön. Aber der ist ja so blöd eingesperrt. Achso, das ist der Raum einfach nur direkt daneben. Okay. Dann gehe ich einfach mal hin. Natürlich geht das nicht so schnell. Was sind das für Viecher? Egal. Es gibt kein Problem, dass ich nicht mit einer Bombe lösen lässt. Problem ist nur, wenn die Bomben weg sind, denn die sind nämlich bald weg. So. Ach, stimmt echt, ich habe nur noch 3 Stück. Ich habe richtig noch nicht den Dungeon, nur um nach Eggman zu gehen. So, jetzt gibt mir Schlüssel. Du erhältst Ordon-Kürbis. Dieser Kürbis stammt aus deinem Heimatdorf Ordon. Ja, geil! Was ist das? Der gehört doch hier ganz sicher nicht hin. Sollten wir nicht noch einmal zurückgehen und schauen, ob sie sich erinnert, wo der Schlüssel ist? War das jetzt echt einfach nur zur Zeitverschwendung? Ich mag es nicht, wenn man meine Zeit verschwendet. Das ist gute Videozeit und Videozeit ist teuer. Und kostet Uploadzeit und... Ah! Aber ich kann wenigstens jetzt hier hoch. Voll blöd, ey. Aber na gut, das wäre vielleicht so offensichtlich gewesen. Das wäre vielleicht so einfach, man einfach sagt so, ey, ja, du musst nur da entlang und dann hast du den Dungeon durch und... Fertig. Hä? Ach, die sind zu schwer. Wenn ich das vielleicht irgendwie mit dem Enthaken oder mit den Eisenstiefeln mache. Ah, geht auch nicht. Schade. Ist keine andere Möglichkeit. Scheinbar nicht. Vielleicht muss ich hier irgendwann mal noch zurückkehren, wenn ich dann irgendwie so ein Kraftarmband habe oder so. Okay. Das war... Ja doch, da war das. Kann ich mir wenigstens noch ein bisschen Suppe gönnen und mich wieder voll heilen. Das ist wenigstens ganz praktisch, weil scheinbar ist hier der Vorrat unendlich an Suppe, die man sich hier nehmen kann. Kann nur ein bisschen dauern, das heißt ich, ja, aber wie das immer alles erwähnt werden muss, 10.000 Mal, kann jetzt echt ein bisschen dauern. Ich mash jetzt einfach mal meine X-Taste. So, und jetzt den A-Knopf. Nein, ich wollte nicht mit dir reden, ich, Kürbis, hast du einen Kürbis? Was? Außerdem nichts haben es diese Cutscene. Ah, ein Kürbis. Was? Danke. Probier doch mal. Oder ist die Suppe jetzt besser, weil das jetzt mehr heilt oder so? Okay. Ich hoffe, die heilt jetzt mehr. Normale Suppe. Riecht nach, süßen Kürbis. 4 Herzen. Sehr gut. Ich nehme trotzdem noch mal eine mit, weil vielleicht muss ich da der Frau noch eine geben. Und die wieder... zur Besinnung so richtig kommen und so sagen kann, wo der Schlüssel wirklich steckt. Wäre schon ganz nice. So, dann sprich mal. Hast du ihn gefunden? Hm, ein Kürbis? Wie kommt der denn hierher? Hm, wo kann er denn nur sein? Vielleicht in diesem Zimmer dort. Hier, wo ich das Zeichen gemacht habe. Wetten, der ist dort auch nicht. Ich wette es. Würdest du bitte noch einmal nachschauen? Ah, okay, ist das aber wenigstens offen. Okay, aber jetzt finde ich mich im Dungeon soweit zurecht.
Ich bin gespannt, wie es dann noch weitergeht. Machen wir beim nächsten Mal dann weiter. Muss mal kurz cutten, weil ich gerade ein bisschen abgelenkt war. Ich glaube, man hat es gemerkt. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir machen dann beim nächsten Mal dann den Dungeon weiter. Jetzt weiß ich so genau, wie der funktioniert in etwa. Und mal gucken, was dieser Dungeon sonst noch so für uns bereithält. Naja, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Seid beim nächsten Mal weiterhin dabei. Und bis dann.